Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verbrennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian! Hey Leute, das hier ist Peter und das ist Olivier. Die beiden wohnen hier im Internat. Sag mal hallo. Hallo. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was sie hier gerade machen. Wir spielen den Mädels nachher einen Streich. Und ob der klappt und was sonst noch so im Internat zu erleben gibt, das check ich heute. Heute geht's um Internate. Und jetzt leise weiter, okay? Internate sind Orte, wo man zur Schule geht und gleichzeitig auch wohnt. Ihr kennt Internate vielleicht aus Büchern oder Filmen. Die Zwillinge Hanni und Nanni zum Beispiel gehen aufs Internat, stellen dauernd was an und erleben wilde Abenteuer. Und im Internat Burg Schreckenstein spielen die Jungs den Mädchen vom Nachbarinternat Schloss Rosenfels ganz schön fiese Streiche. In Deutschland gibt es etwa 250 Internate. Manche davon sind auch auf Burgen oder Schlössern, viele von ihnen sind aber in ganz normalen Gebäuden. Früher hatten die Internate meistens was mit der Kirche zu tun. In Klosterschulen wurden die Jungs zu Priestern und die Mädchen zu Nonnen ausgebildet. Oft war eine solche Klosterschule die einzige Möglichkeit für Kinder, lesen und schreiben zu lernen. Ich finde heute raus, wie die Schüler heutzutage im Internat leben. Was schön daran ist und was schwierig. Dafür treffe ich Olivier und Peter. Sie zeigen mir, wie man im Internat wohnt und was die Schüler in ihrer Freizeit machen. Außerdem treffe ich Nike. Mit ihr wage ich mich auf ein Ruderboot und checke, was man machen kann, wenn man sich mal einsam fühlt. Dafür übernachte ich sogar im Internat. Ob es dort wirklich so aufregend ist wie in den Filmen? Also, ich bin bereit fürs Abenteuer. Ihr auch? Dann kommt jetzt der Internatscheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Hab sie. Wer wohnt im Internat? Was macht man im Internat nach der Schule? Und was passiert in einem Sportinternat? Das check ich für euch. Ich besuche heute die Stiftung Landheim-Schondorf am Ammersee bei München. Hier wohnen rund 250 Schüler, Jungs und Mädchen zwischen 6 und 20 Jahren. Sie gehen hier zur Schule, sie wohnen und essen gemeinsam, sie spielen oder sie machen Sport. Und wer die Menschen sind, die hier zusammenleben, checke ich in meiner ersten Checker-Frage. Wer wohnt im Internat? Das erzählen mir Peter und sein Freund Olivier. Olivier ist 11, Peter 12 Jahre. Sie gehen in die 5. Klasse. Hallo Leute! Hi! Hi! Was geht's? Jo, alles gut. Ey, es ist super schön hier. Peter lebt seit 2 Jahren hier, Olivier seit einem. Die beiden teilen sich ein Zimmer in diesem Haus. Wie in vielen Internaten wohnen Jungs und Mädchen getrennt. Das ist ja cool, ihr habt Stockbetten. Und wer darf hier oben schlafen im Stockbett? Also ich schlafe oben und Peter schläft verständlich unten. Und wie ist das so? Weil am Anfang kanntet ihr euch ja gar nicht. Ja. Wie ist es dann so, mit jemandem Fremden im Zimmer zu schlafen? Also die ersten 3 Wochen muss man sich halt erst kennenlernen und wissen, was der andere mag und nicht mag. Und dann nach 3 Wochen kennt man sich gut und dann geht's auch sehr gut. Dann kann man sich schon gut zusammenleben. Mhm. Seid ihr euch dann auch Freunde geworden, dadurch, dass ihr zusammen wohnt? Ja. Ach, das ist ja schön. Und wieso seid ihr hier aufs Internat gekommen? Ja, bei mir hat es auf der alten Schule, da hatte ich notentechnische Probleme, ja, und deswegen bin ich auf die Schule hier gekommen und hier wurde es dann wieder gut, da hatte ich jetzt wieder richtig gute Noten. Okay, wieso kriegt man denn auf dem Internat bessere Noten? Ja, weil die Klassen kleiner sind, man kann sich besser konzentrieren. Okay, und wieso bist du aufs Internat gekommen? Also mein Vater war hier früher auch und er hat mir gesagt, dass er es hier auch sehr cool fand. Mhm. Ja, und dann habe ich es mir mal angeschaut und dann fand ich es auch cool hier und bin hierher gekommen. Daneben gibt es noch andere Gründe, warum man aufs Internat geht. Zum Beispiel, weil die Eltern sehr viel unterwegs sind und keine Zeit haben, auf die Kinder aufzupassen. Oder weil die Schule zu weit weg ist vom Wohnort. In Deutschland gibt es Internate mit Gymnasien, Realschulen,
Haupt- und Mittelschulen und immer öfter auch Grundschulen. Viele gehören zur Kirche. Andere haben private Träger. Wer auf ein Internat will, muss oft eine Aufnahmeprüfung ablegen. Einen schriftlichen Test zum Beispiel oder ein Probewohnen. Fast alle Internate kosten Geld und einige sogar richtig viel. Bis zu 40.000 Euro im Jahr. Das ist so viel, wie ein großes Auto kostet. So, bevor es weitergeht, eine Frage an euch. Was ist eine Hausmutter? A. Die Direktorin eines Internats? B. Die Mutter des ältesten Schülers? Oder C. Die Betreuerin in einem Internat? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's im Zimmer von Olivier und Peter. Was ist denn das? Das ist meine Diatonische. Ist das ein Instrument? Ja, das ist ein Instrument. Kannst du dir da mal was vorspielen? Ja, kann ich machen. Cool. Bin ich mal gespannt. Ja. Das war ein kleines Stück. Super, Applaus. Das klang ja hervorragend. Hallo Jungs, was macht ihr? Hallo. Ach, der Julian ist ja da. Hallo. Grüß dich, hallo. Wir haben hier gerade, Peter hat mir seine Diatonische gezeigt. Das war echt cool. Klasse, ja. Hört sich gut an. Habe ich gerade gehört. Und was machst du hier? Also ich bin hier die Hausmutter im Internat. Was macht denn eine Hausmutter? Ja, eine Hausmutter kümmert sich um die Kinder. Das heißt, wir sind hier zwei Hausväter und eine Hausmutter. Wir wohnen selber mit unseren Familien hier im Haus und kümmern uns praktisch den ganzen Tag um die Kinder. Also ihr seid wirklich sowieso Ersatzmamas und Ersatzpapas? Genau, es ist ein bisschen wie Familie einfach. Perfekt, dann kümmert ihr euch heute auch um mich. Ich habe mir hier schon mein Lager für die Nacht bereitet. Ah, du wolltest hier in diesem Zimmer schlafen? Ja, nee, das geht aber nicht. Du kannst hier bei den Jungs kannst du nicht schlafen, aber wir haben ein anderes Zimmer für dich. Ach cool, da kann ich dann schlafen über Nacht? Ja, genau. Ja, super, okay. Dann packe ich meine Sachen ein. Okay, das ist also mein Zimmer heute. Noch ein bisschen karg. Na, ich mach's mir einfach schön. Für die jüngeren Schüler heißt es um 8:30 alle aufs Zimmer und spätestens um 9 Licht aus und dann kein Mucks mehr. Es gibt doch bestimmt noch so Regelverstöße wie sich nachts rausschleichen oder so, das oder? Das passiert im Internat, ganz klar. Das ist aber, das sind eher ältere Schüler. Mhm. Das sind ältere Schüler, die sich dann mal verabreden und nachts aussteigen. Und sowas kommt vor, aber eher, also weniger. Passiert okay. Aber klar. Warum sind solche Regeln denn eigentlich wichtig? Naja, Regeln gibt es hier wie überall im Leben. Mhm. Und du musst bedenken, in so einem Haus wie dem unsrigen, da wohnen teilweise 30, 35 Kinder, können da wohnen. Stell dir mal vor, jeder macht, was er will. Ja, also das ist ja Chaos pur. Mhm. Das geht einfach nicht. Im Internat wohnen Schüler von 6 bis 20 Jahren. Jungs und Mädchen oft getrennt. Hausmütter und Väter passen auf sie auf. Gecheckt. Die Schule ist wie bei mir damals die Schule auch. Gleicher Stoff. Mathe zum Beispiel. Und ich kapiere nicht so viel. In Schondorf gibt es Schüler, die im Internat wohnen und welche, die nach der Schule nach Hause gehen. Die nennt man Externe. Und die, die bleiben, Interne. Und was nach der Schule passiert, das checke ich jetzt. In meiner zweiten Checkerfrage. Was macht man im Internat nach der Schule? Na, erstmal natürlich Mittagessen. Die Schüler essen dreimal am Tag. Und zwar alle gemeinsam. Heute gibt's Salat und Zucchini-Puffreis. Die Schüler dürfen den Speiseplan sogar mitbestimmen. Nach dem Essen heißt es Küchendienst. Also Teller stapeln, Tische abräumen und in der Spülküche abspülen. Jeder muss da mal mitmachen. Internatsregel. Danach ist Hausaufgabenzeit. Und dann kann man im Internat richtig coole Sachen machen. Klettern lernen zum Beispiel. Oder ein Instrument. Oder was bauen. Diese Kurse heißen in Schondorf Werkstätten. Jeder Schüler muss an drei solchen Kursen teilnehmen. Auch Peter besucht eine Werkstatt. Und zwar die Gärtnerei. Das Internat hat Hühner, ein Gewächshaus und einen Gärtner. Den Bernhard. Und wir pflanzen heute was ein. Zusammen mit Peters Mitschülerin Greta. Hallo Bernhard. Hallo Julian. Hallo. Und wer bist du? Greta. Hallo Greta. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin total happy. Und ich habe gehört, das ist eine Werkstatt bei euch. Richtig. Und warum findest du Gärtnern für die Schüler wichtig?
Gärtnern ist für die Schüler wichtig, weil sie lernen, verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen. Du lernst zum Beispiel, wie vermehre ich eine Pflanze oder wie sähe ich einen Samen aus oder wie wächst ein Kohlrabi, und wenn er also nicht im Supermarktregal liegt. Das ist ja cool. Also das ist sozusagen wie Biounterricht. Wie Biounterricht, nur eben nicht im Klassenzimmer, sondern hier draußen. Und das ist eine Sache, die die Schüler hier einfach gut lernen. Wir setzen Pflanzen mit sehr lustigen Namen ein. Indianernessel, Bartfaden und Storchenschnabel. Warum wir gerade die pflanzen, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal frage ich Peter, was ihm an der Arbeit im Garten besonders Spaß macht. Das Einpflanzen, weil wir haben hier sehr viele verschiedene Sachen. Salat, Karotten, Tomaten, Radieschen. Also alles Mögliche. Ja. Und was ist daran der beste Teil? Das Ernten. Also das Essen. Ja. Ernten und Essen. Unsere Pflanzen ernten wir aber nicht, sondern gießen sie. Die sollen nämlich bald blühen, und zwar für die Bienen. Das Landheim Schondorf hat einen eigenen Bienenstock. Und an den trauen wir uns jetzt dran. Natürlich in Schutzkleidung. Schaut mal, wir haben richtige Sicherheitskleidung jetzt angezogen, damit wir nicht so gestochen werden. Und ihr beiden seht richtig aus wie so echte Astronauten. Das ist voll gut. Damit sind wir jetzt vor den Bienen ganz geschützt, oder? Wir sind ziemlich gut geschützt, ja. Vor allem die wichtigen Körperstellen, das Gesicht, Oberkörper, Hände sind gut geschützt. Wichtig ist auch noch, dass man sich sehr langsam bewegt, sehr bedächtig ist. Und wenn man gestochen wird, dass man sich langsam aus dem Gefahrenbereich entfernt, weil das Bienengift hat einen spezifischen Geruch und der bewirkt, dass die anderen Bienen aggressiv werden und auch versuchen, den Feind eben zu vertreiben und zu stechen. Na toll, auf was habe ich mich denn da eingelassen? Naja, scheinen ja recht ruhig heute. Zumindest noch. Boah, das ist echt irre. Habt ihr schon mal so viele Bienen gesehen? Nee. Nee. Gib's zu, so langsam wird's dir schon ein bisschen mulmig. Nein. Sie ist einfach richtig tapfer. Und hier in dem unteren Teil sieht man ganz schön, da wo es glänzt, da ist schon Honig drin. Na dann seid fleißig, ihr Bienchen. Für den Internatshonig. Boah, das war jetzt echt total spannend, irgendwie so nah an den Bienen dran zu sein. Warum habt ihr denn Bienen hier im Internat? Die Bienen sind Haustiere wie Hund, Katze oder Pferd. Und man muss sich einfach kümmern. Und man muss sorgfältig sein und man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ganz wichtig für eben auch einen Internatsschüler. Im Internat lernen die Schüler auch nach der Schule. Zum Beispiel klettern oder musizieren. Oder sogar, wie man Bienen hält. Gecheckt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Internate in super vielen Büchern und Filmen vorkommen? Zum Beispiel in den Geschichten von Hanni und Nanni. Die Zwillinge kommen auf das Internat Schloss Lindenhof und spielen den Lehrern dort alle möglichen Streiche. Dabei hilft ihnen, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. So kann sich Nanni immer wieder für Hanni ausgeben. Und umgekehrt. Und sicher kennt ihr auch das Jungsinternat Burg Schreckenstein. Dort geht es um eine Gruppe von Schülern, die sich Ritter nennt. Die denken sich ständig neue Streiche aus und ärgern damit die Mädchen vom Nachbarinternat Schloss Rosenfels. Und umgekehrt. Wahrscheinlich spielen deshalb so viele dieser Geschichten in Internaten, weil die Kinder dort ohne ihre Eltern sind. So können sie viel eher Abenteuer erleben, ohne dass Mama und Papa die ganze Zeit aufpassen. Und so ist es auch bei einem anderen Filminternat, das ihr wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennt. Schloss Einstein. Dort erleben die Schüler und Schülerinnen spannende und oft auch echt lustige Abenteuer. Und stellt euch mal vor, ich durfte da auch mitspielen. Schaut mal. Das Klassenzimmer hier ist in echt übrigens gar nicht in einer Schule, sondern in einem Filmstudio. Und die Wohnräume im Internat sind wieder woanders. Ganz schön verrückt, oder? Leute, mein erster Internatstag geht zu Ende. Ich verbringe jetzt hier nur eine Nacht und ihr seid hier wahrscheinlich Jahre, oder? Ja. Wie ist denn das so, wenn man zum Beispiel jetzt nach der Schule nicht nach Hause geht, sondern wieder ins Internat? Es ist erstmal ein anderes Gefühl. Man vermisst halt die Heimat, die Freunde, die Familie. Mhm. Und wie war das für dich, Olivier? Ja, also ich fand es eigentlich, die Gemeinschaft hier überspielt es ein bisschen. Man kann ja immer mit seinen Freunden spielen und dann am Abend denkt man eher über den Tag nach und kann nicht über seine Eltern nachdenken. Also kann man schon, aber ich denke halt nicht darüber nach, weil ich sonst nur traurig werde. Aber ich finde es eigentlich sonst sehr cool hier und ich finde es nicht so schlimm.
Trotzdem stelle ich mir schon ganz schön schwierig vor. Gerade so die ersten Nächte weg von zu Hause und von den Eltern. Ist irgendwie recht einsam, denke ich mir. Was ist das denn? Da klopft jemand. Was macht ihr denn hier? Ja, die Mädchen erschrecken. Wir lassen Luftballons platzen. Ja, mega. Okay, ich zieh mich um. Leute, ein echter Internatsstreich. Wie aufregend. Hoffentlich erwischt uns keiner. Okay. Jawohl. Perfekt. Ja, perfekt, Jungs, ey. Ich sehe schon, ihr habt einen richtigen Masterplan. Okay, let's go. Peter, nicht so laut. Die Mädchen wohnen in einem Haus gegenüber. Viel Deckung gibt es nicht auf dem Weg. Unser Plan, die Luftballons unter den Mädchenfenstern platzen lassen. Luft ist rein. Ja. Halt! Die Mädchen werden nicht geärgert. Mann. Ab ins Bett. Komm, wir lassen nur einen platzen, okay? Nein, ab ins Bett jetzt. Sofort. Okay. Na gut, dann zurück. Aber wenn die Hausmutter außer Reichweite ist, dann... Eins, zwei, drei! Der nächste Tag. Im Landheim Schondorf ist auch Sport angesagt. Es gibt aber Internate, da steht noch viel mehr Sport auf dem Stundenplan. Um die geht's in meiner letzten Checker-Frage. Was passiert in einem Sportinternat? In Sportinternaten liegt der Schwerpunkt auf einer bestimmten Sportart. Skifahren zum Beispiel oder Fußball. Entschuldigung. Auf solchen Spezialinternaten gehört Üben und Trainieren genauso zum Schulalltag dazu wie Mathe, Physik und Bio. Und alles wird darauf abgestimmt. Der Stundenplan sieht dann zum Beispiel so aus. Nach dem normalen Unterricht muss dann noch trainiert werden. Danach müssen auch noch Hausaufgaben gemacht werden. Hier. Und am Wochenende stehen auch noch Wettkämpfe und Auftritte an. Oft trainieren die Schüler in Sportinternaten sogar schon vor dem Unterricht. Stellt euch das mal vor. Um 5:30 aufstehen, dann Training und danach die Schulbank drücken. Boah. Und wer einmal Spitzensportler werden will, muss das ganze Jahr so machen. Richtig Ferien hat man dann nur noch sehr selten. So ein Programm klappt im Internat besser, weil da das Trainingsgelände nah ist und man sich die Fahrerei spart. Es gibt aber nicht nur Spezialinternate für Sport, sondern auch für Musik. Weil auch da gilt, üben, üben, üben. Teilweise 6 Stunden am Tag. Einfach mal mit Freunden abhängen oder ins Kino gehen ist da meistens nicht drin. Die Kinder auf solchen Internaten nehmen das aber in Kauf, weil sie später mal Profimusiker oder Sportler werden wollen. Und es geht natürlich leichter, wenn sie sich auf dem Internat zu 100% auf ihr Ziel konzentrieren können. Trotzdem, ganz schön heftiges Programm, oder? In Sportinternaten trainieren die Schüler neben der Schule oft 30 Stunden pro Woche. Und am Wochenende haben sie Wettkämpfe. Gecheckt. Schondorf ist kein Sportinternat. Trotzdem kann man hier super viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Zum Beispiel Rudern. Und das mache ich jetzt mit Nike. Hey Nike! Hey! Hi! Oh, das ist ja ein super cooles Boot. Und das ist deine Crew? Ja. Hi Leute! Okay Nike, was machen wir jetzt? Ich zeig dir jetzt ein bisschen mal das Rudern. Machst du das eigentlich oft? Ab und zu, wenn es die Zeit mal erlaubt. Weil Freunde von mir sind ja auch hier, deswegen... Wo muss ich mich überhaupt hinsetzen? Der zweite Platz. Der da. Mädels, genau. Dann legen wir los, oder? Ja. Jawohl. Okay, Leute. Mal sehen, wie ich mich anstelle. Nike steuert. Boot liegt ab. Los. Oh, oh. Ich mach's einfach mal wie die anderen. Die Ruder müssen genau gleichzeitig ins Wasser schlagen. Klappt schon ganz gut, oder? Seid ihr auch schon mal geklettert? Nee. Ja, es gibt für alles ein erstes
mal. Wasserschlag! Oh Gott. Ich glaube, wir fahren mal zurück. Letzte Übung, das Boot parken. Klappt? Fast. Nach diesem tollen Ausflug ist mein Schnupperkurs im Internat fast zu Ende. Bevor ich gehe, will ich aber von Nike noch mal wissen, was denn gut daran ist, hier zu leben. Und was vielleicht nicht so. Wie lange bist du denn schon hier auf dem Internat? Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren hier, so ein kleines bisschen mehr. Und es war halt Ende der 8. Klasse. War natürlich ein großer Schritt, so okay, ich wohne nicht mehr zu Hause, meine Eltern wohnen 2 Stunden von mir entfernt. Ich muss mich auf einmal um alles irgendwie doch selber kümmern. Aber ich finde halt, Internat ist nochmal dieser Schritt zwischen, ich ziehe aus von zu Hause mit 18 und ich wohne noch zu Hause. Man hat noch Leute da, die einem sagen, okay, so und so läuft es, aber man hat einfach viel mehr Freiheit und das hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Und ich habe einfach auch viele Sachen gelernt, die ich glaube ich zu Hause auch nie so gelernt hätte. Okay, aber gibst du, manchmal hast du schon Heimweh, oder? Schon manchmal so ein kleines bisschen, aber nur. Aber ich muss zugeben, ich bin hier auch oft zu Hause und ich habe hier meine 2. Familie. Und deswegen, es nimmt mir so das Heimweh, aber ein kleines bisschen doch nicht. Gibt es auch Sachen, die dich voll nerven am Internat? Ja, also was halt manchmal doch ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel, wenn du jetzt abends nach Hause kommst, du wirklich, bei mir ist es, ich muss um 10 Uhr im Haus sein, wenn ich abends nach Hause komme, du wirklich Zeit für dich selber haben willst, um 10 Uhr abends, ist schwierig. Das heißt, ach so, weil du die ganze Zeit unter anderen Leuten bist, oder? Ja. Wie holst du dir dann diese Ruhe, die du manchmal so brauchst? Kopfhörer rein, Musik an, fertig, aus. Okay. Nike und ich haben gleich noch eine Überraschung für euch. Wir machen ein Rennen gegen das Jungsboot. Vorher aber noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte nämlich von euch wissen, was ist eine Hausmutter? A. Die Direktorin eines Internats. B. Die Mutter des ältesten Schülers. Oder C. Die Betreuerin in einem Internat. Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Schaut mal. Ja, eine Hausmutter kümmert sich um die Kinder. Das heißt, wir sind hier 2 Hausväter und 1 Hausmutter. Wir wohnen selber mit unseren Familien hier im Haus und kümmern uns praktisch den ganzen Tag um die Kinder. Richtig ist also Antwort C. So Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Wasser. Ich bin im Mädchenboot, da ist das Jungsboot. Und die machen wir jetzt so richtig nass. Wir machen nämlich jetzt ein Wettrennen. In 3, 2, 1 und go! Also bis jetzt ist noch Gleichstand. Oh Mann, jetzt ziehen die Jungs aber davon. Die rote Boje ist das Ziel. Gas geben. Oh nein, die Jungs sind gleich da. Mist, knapp verloren. Oh Mann. Leute, ich habe richtig coole Sachen hier im Internat gemacht. Und hier, mein Team und ich, wir haben uns jetzt eine Abkühlung verdient. Deswegen springen wir jetzt auch rein. 1, 2, 3, hops! Ah, und ihr macht's mal gut! Bis zum nächsten Mal! Checker Julian, Checker Julian.